mein Herr, mein Herr! Ein Brief für dich. Was? Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Weißt du da was drüber? Ich? Ja? Selbstverständlich. Okay. Der will schon Geld, oder? Nee. Der will ein paar Steam-Codes von dir. Ah, okay. Da mache ich mal Gewinnspiel am Freitag. Warte. Hier. Danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Mein lieber Freund. Wie ich erfahren habe, bist du auf dem Weg nach Toussaint. Ich hoffe, du mutest dir auf dem Weinfest nicht zu viel zu. Denn solche Strapazen können in deinem Alter äußerst nachteilig sein. Bitte was? Ich habe Informationen gefunden, die dich vielleicht interessieren. Beim Durchstöbern der Buchsammlung eines Kollegen bin ich auf die Erwähnung von Professor Moreau aus Beauclair gestoßen, der Hexermutationen erforschte. Das, was ich erfahren habe, ist ziemlich vage und der Ort, an dem sich sein Labor befand, ist nach wie vor ein Geheimnis. Aber sein Tagebuch sollte Hinweise zu beidem enthalten. Angeblich wurde es an seiner Seite begraben. Ich füge die Karte bei, die ich im Buch gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein. Solltest du in Beauclair genug von Damen, Wein und anderen exquisiten Köstlichkeiten haben, könnte diese Sache ein erfolgversprechender Zeitvertreib sein. Verfahre in der Sache, wie es dir beliebt. Deine Freundin Yennefer. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Siehst du, das wollte ich dich noch fragen. Mhm. Wenn ich dich schon mal hier habe. Im Hauptspiel, ne? Im Hauptspiel vor dem DLC, da war es ja so am Ende, dass Yennefer und er sich ja verabredet haben, dann irgendwie ihren Altersruhesitz oder was weiß ich, irgendwo auf dieser Insel oder irgendwo bla zu verleben, wo es einfach ruhig ist, weit ab von Monstern und Pipapo. Was ist aus der Geschichte geworden? Wir erzählen das alles zu Ende jetzt hier. Also, ach so. Ich passe jetzt auch auf, dass ich nichts spoiler. Aha. Aber es ist schon so, dass wir beim Ende eben, wie du es ja gerade gesagt hast, was ist draus geworden? Wir hatten so ein paar lose Fäden. Mhm. Einfach weil ja Geralt nicht wirklich ein Zuhause hat, also quasi so rastlos ist, ja. Bist du eben mit dem Hauptspiel durch und dann bist du halt noch in der offenen Welt. Aha. Ja, das schaue ich mir auch immer gern. Boah, ist das neue schön. An, ja. Ist sieht das auf schön. Deinem Rechner auch nicht so schlecht aus. Oh, danke. Ja, das ist doch schon 4 Jahre alt. Ja. Boah. Okay, da und bin dann, ich... Genau, ja. Und also die verknüpfen wir jetzt schon alle am Ende. Also je nachdem, wie dein Hauptspiel verlaufen ist, wirst du dann auch Leute wieder treffen und es werden einige Geschichten zu Ende erzählt. Ach, cool. Ja. Was es natürlich für die Autoren sehr lustig macht, weil du musst ja so viel berücksichtigen. Wo ist er in Hearts of Stone? Hat die Person Hearts of Stone? Wie weit ist er im Hauptspiel? Welches Ende hat er bekommen? Ach du da bildet Scheiße. Sich so ein immer größeres Konstrukt an Möglichkeiten und Referenzen und auf Dinge. Lebt er noch im Hauptspiel, wenn ich dann hier bin und wenn die sich darüber unterhalten? Was muss ich da alles beachten? Ach du Scheiße. Ihr müsst da, also da müsst ihr doch für die Engine inzwischen so ein komplexes System haben, die sowas irgendwie berücksichtigt, oder? Irgendwelche Flags. Ja, es gibt halt so ein paar Verrückte einfach im Studio, die das alle wissen und die das alle. Dann passiert natürlich trotzdem lustiges Zeug. Aber sie haben es wohl scheinbar ganz gut im Griff. Also ich hab Blood and Wine jetzt einmal durch. Aha. In einer bisschen früheren Version. Blood and Wine war so super, entschuldige. Achso, Blood and Wine, Quatsch. Du weißt, was ich meine. Und also bei mir hat es sehr gut funktioniert mit dem, also mein Ende wurde schon reflektiert aus dem Hauptspiel und ich war auch sehr gerührt. Was ich mir immer noch wünsche, ist, wenn ich mit der Kamera so gehe, dass sie, ne, und dann renne, dass die Kamera sich nicht zurückdreht. Du kannst im Optionsmenü jetzt zumindest in der Hinsicht einiges ein bisschen anpassen. Cool. Du bist nämlich nicht der Einzige, der sich das wünscht. Oh, jetzt kannst du was Schönes machen. Was denn? Jetzt greife ich so per R-Seite geil, ein. Geil. Lauf doch mal hier weiter. Ja, das kann ich gut. Und jetzt ich wollte runter hier gucken, mal. Hier gehst du rechts, nein. Okay, ja. Hier rechts. Du darfst hier nicht. Und jetzt gehst du hier links. Jetzt hier links. Ja, und jetzt läufst du hier so langsam runter. Hier so, langsam? Ja, genau. Und dann kannst du nämlich von hier, läufst du so episch runter. Die Musik setzt ein. Hinten ein Grafikfehler. Ja. Ich wollte es nicht mal ansprechen. Das darfst du nicht machen. Ja, und dann kannst du dir hier Beauclair angucken. Geil. Und auch diese Felsen und diese Sachen, die du da im Hintergrund siehst, das auf der Insel da ist, das Gefängnis,
Da kannst du überall hin, da unten ist der Hafen mit den Schiffen. Ach krass, kann ich auch da hinten zu diesen beiden Felsen? Genau, ja klar, logisch, das ist nicht nur eine Textur. Und da hinten zu dem Berg, der jetzt über seinem Kopf ist? Der ganz, ganz, ganz da hinten? Ja. Nee. Schade. Irgendwo hört es dann auf. Okay, aber trotzdem, das ist ein DLC, ne? Wir dürfen auch nicht vergessen. Genau. Ich guck mal ganz kurz, wenn ich mir die Karte angucke, nur mal ganz kurz nochmal hier schauen. Leertaste, ja, links, rechts, das ist natürlich großartig. Bei dem Spielstand hier ist das Tutorial noch nicht gelaufen. Wenn man sich die Karte anguckt, dann ist das nicht unbedingt klein. Nee. Oh Gott. Es ist so ein klein, also es ist im Vergleich zum Hauptspiel ist es trotzdem natürlich eine kleine, kompakte Version von The Witcher. Also eine eigene, in sich geschlossene Welt, aber also es gab jetzt ja so ein paar Leute, die an dem Spiel natürlich schon testen, jetzt während wir hier sitzen. Mhm. Und da war schon so dann das Feedback, Alter, groß, ne? Groß. Oh Gott. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wo ich die Zeit für alles hernehmen soll. Was du noch machen kannst natürlich, ist ja immer so der, wenn du diese Aussicht hast und du meditierst und änderst dann die Zeit auf die Nacht und schaust dann runter auf die Stadt. Mhm. Das mag ich immer ganz gerne. Das ist halt immer schön kitschig. Das war ja bei Novi gerade auch so, wenn dann die Lichter angehen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Das sind so Dinge, ne? Dann hier natürlich nochmal ganz kurz den hier machen. Ja. Yeah! Genau. Nice. Den Schaden vermeiden. Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Hey. Hat er gerade gesagt, ein Mörder? Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Der meint wahrscheinlich, weil ich mordsgut aussehe. Ja, eben. So. Okay, ich finde das Ding da hinten, was da flimmert, finde ich einfach schön. Ja. Ist aber gewollt, ne? Das ist Absicht, ja. Das ist ein Zauberschloss. Und die Leuten soll ja suggeriert werden von wegen, ja, es gibt, ne, wir wollen nicht angeben. Genau, wir müssen sagen, wir sind doch nur menschlich, ist doch nur ein Spiel. Ja. So, irgendeiner im Studio kriegt gerade eine Panikattacke. Ich schicke das denen tatsächlich rüber nachher. Oh Gott, die Armen. Das kannst du nicht machen. Nee, doch, dafür hat man ja die ganzen Patches. Okay. So. Und jetzt drehe ich mich ganz langsam mit der Musik. Es sieht sehr geil aus, aber ich bin ehrlich, die Lichter sind jetzt nicht so überwältigend. Oh, gebe ich so weiter. Boah, das sieht aber... Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Ich schwöre, das sieht aus wie Monkey Island 3. Ich dachte, Peterchens Mondfahrt. Auch das? Oder die Kuh, die über den Mond fliegt? Boah. Ja, und das Lustige ist, also du kannst immer wieder spielen und hast dann Szenen, so zum Beispiel wie ganz du vorhin ruhig. Aus Versehen 2 Tage in die falsche Richtung geritten bist. Das habe ich nie getan. Und dann hast wir du, haben gesagt, wir reden da nicht mehr drüber. Dann hast du durch das dynamische Wetter, hast du echt komplett andere Licht- und Farbstimmungen. Sonnenaufgang, hast du einen lila Touch mit drin, manchmal mit Bewölkung und das funktioniert echt gut. Geil. Ja. Boah, das sieht schon... Das ist so dieses... Das sieht aus wie einfach, das sieht aus wie ein Märchen gerade. Also alleine hier sieht es einfach aus wie ein Märchen. Das Schöne ist, wir hatten die Tage ein paar Fans von der Witcher-Seite bei uns, die haben sich angeguckt und die kennen die Sachen natürlich besser als wir eigentlich. Also du merkst schon, die haben die Bücher, die kennen sie vorwärts, rückwärts. Mhm. Und dann war eben eine dabei, die hat gemeint, genau so habe ich es mir vorgestellt. Und dann freust du dich schon. Cool. Also das ist dann schon so ein Moment, wo du sagst, ach, das ist ja toll. Also sie haben Toussaint in den Büchern gelesen, haben sich das quasi auch die Stadt so vorgestellt und so weiter. Ja. Geil. Hier mit dem kleinen... Mit dem Brunnen, also ja, mit dem Wasserfall. Es hat so ein bisschen was, du fährst in Urlaub, also ich meine, gut, das kennst du nicht, aber andere Menschen fahren in Urlaub und dann kommst du abends an, fährst da vielleicht mit dem Auto noch hin und bist dann irgendwo in Südfrankreich oder in Italien. Das Urlaub ist das, wo man Vlogs macht, ne? Genau, wo okay, du dann erstmal mit deiner Kamera durch dein Hotelzimmer 2 Stunden läufst Okay. und das Badezimmer filmst. Ja. Und dann, wichtig ist auch, dass du filmst, wie du die Treppe zum Flugzeug hoch und wieder runter gehst. Natürlich, und wie ich im Taxi natürlich und sitze. Und ein Timelapse-Video vom Start und von der Landung. Und natürlich auch, ich muss vorher schon die Taxifahrt filmen und dann natürlich auf den Boden im Mittelstreifen. Filmst, wie du früher aufstehst. Das natürlich. Da bin ich auch schlecht drin. Da bin ich auch echt schlecht drin. Ich glaube, du kriegst da die Kurve noch. Und dann gehst du, dann bist du fertig mit deinem Vlog und gehst abends noch ein bisschen spazieren, obwohl du platt bist von der langen Fahrt oder von dem First-Class-Flug und läufst dann abends in der Stadt rum und es ist so schön warm draußen und du schaust dir noch ein bisschen an, was ist so in der Nähe, die Kneipe hier, die Kneipe. Und so stelle ich mir das vor. Ach so. So Toskana vielleicht ein bisschen. Okay, wo sind denn hier die geilen Clubs? Ja, es gibt natürlich wieder Bordelle, es gibt Vorzeigeprostituierte, da haben wir richtig heftig gecastet. Schön. Habt ihr, ganz kurz, habt ihr auch bei den Prostituierten, ne? Ja. Habt ihr da auch mit hier, wie heißt das, mit Motion Tracking und so gearbeitet? Haben wir gemacht. Also wir hatten da, lustig, dass du sagst, es gibt tatsächlich für die Sexszenen und für alles gab es natürlich auch die Motion Tracking. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Übeltäter? Das heißt... Ihr habt dann die Sexszenen im Studio aufgenommen? Ja, auf einer Matratze.
Aber da wird jetzt nicht irgendwie hier expliziter Content gezeigt, oder? Also nee, hier, das war ihre, ja. Die haben ihre blauen Anzüge mit den Bällchen dran. Diese Motion Capture Kamerasensoren. Und da müssen so reflektierende Bällchen und dann sind die da aufeinander rumgerollt und haben also verschiedene Stellungen ausprobiert. Ich erinnere mich, Witcher 3. Ja. Warte. Deine Mutter stinkt nach Fisch. Ja! Das ist ja hier, so super. Kann man es ja, die Chance war glaube ich 1 zu 450. Boah, geil. Ja. Ihr könnt euch alle samt den Kopf in den Hintern stecken. Der Piet, der besoffene Piet. Oh, entschuldige. Deine Mutter stinkt nach Fisch. Das ist kein Fehler. Ihr könnt euch alle samt den Kopf in den Hintern stecken. Für Leute, die es nicht wissen, der Besoffene wird von Pete Smith synchronisiert, einfach nur als Gimmick. Also man kann auch tausendmal an ihm vorbeilaufen, man wird es nicht merken. Man wird's Deine nicht. Mutter stinkt nach Fisch. Ganz kurz, mal gucken. 1 zu 450, sagst du? Oh. Warte. Na. Ihr seid doch alle nichtsnutzige Trottel! Okay, das war von der Pete Smith Jahresansprache. Ich fühle mich nicht so. Okay, den kenne ich nicht. Schön! Haben Sehr wir den auch direkt mit den, drin? Den haben wir neulich stundenlang gesucht und, genau, stundenlang gesucht und nicht gefunden. Und jetzt quatscht ihr uns die ganze Zeit rein. Ja. Die alte Fame-Hure. Du bist gerade an der eigentlichen Rolle von Pete vorbeigelaufen. Und eigentlich noch. Oh. Das ist aber ein, nee, das habe ich nicht gemeint. Frechheit. Was? Was meinst du denn sonst? Nee, ja, ich hab Katze. Schon, ja, nee, ja, ich habe die Katze gemeint. Ja, war das war. Ja. So. Ja, verfickt, was verstehst du, beschissener Wichser? Ich schrie sie ihren Krater an, der das Stöckchen nicht holen wollte. Jetzt soll aber töten, bitte was? Ja. Okay. Passt aber auch in die Lore von The Wichser. Na gut, wollen wir mal was Richtiges machen? Gerne, also du kannst natürlich, ich glaube, du hast vorhin schon eine Sidequest gefunden. Du kannst die Hauptquest natürlich weiterspielen, also die Palmin aufsuchen. Ja. Das bleibt ganz dir überlassen. Wir können dann später auch mal gucken, welche schönen Quests uns der Philipp empfohlen hat. Er hat natürlich wieder nur die empfohlen, die er selber geschrieben hat. Warte mal. Das ist doch das große Bordell. Oder? Ja, da, jetzt. Die Glöcknerinnen. Das sieht doch nach. Also hier ist man doch richtig. Liebe Frau, Kurtisane. Mama juckt was, willst du mal kratzen? I. Mama juckt was, willst du mal kratzen? I, da krieg ich doch schmutzige Fingernägel. Liebe Frau, ist das ein anderes Wort für Hurri? Lust auf Feuerwerk und Vergnügen. Das hatten wir ja schon. Seemann, ja, ja, die kennen wir ja alle schon. Du sabberst wie ein Schwein, das sind doch heute. Wer ist das denn? Kenn ich nicht. Komisch, das sagt sie zu Hause auch mal. Also sagt sie da auch immer nur zwei Sätze eigentlich? Ja, ja, natürlich. Wir räumen mal die Bude auf. Und auch die Stiefel, das Outfit ist einfach 1 zu 1 übrigens. Und das Sofa, das gute Ikea-Sofa natürlich. Vor allem das Krasse ist, wenn ich mich jetzt hier umschaue bei dir im Wohnzimmer, wo wir ja gerade aufnehmen. Ja. Es sieht ja echt ähnlich aus. Auch das Bild an der Wand. Das da meinst du? Ja. Ja, natürlich, klar. Vor allen Dingen die Brüste, die so links und rechts. Ne? Also das sind Kompassbrüste. Oder hier auch, das ist auch schön. Das ist schön. Ich kann mich aber erinnern, dass Peter sie auf der Straße getroffen hat. Aber das ist ja so mit diesen NPCs, die machen, was sie wollen. Die sind ja überall quasi. Ja. Was? Was durchkneten? Ich soll was durchkneten. Mehr habe ich gerade nicht gehört. Ich glaube, es geht um Teig. Reden Bade, das ist ein Modellwachen hier, alles okay. Lebemann sind die Kunden hier, nehme ich mal an. Modellwache. Wie machst du es denn gern? Ach. Du bist süß. Zu fünft. Ist ja bald wieder RPC. Ja, ich ja. So, hier ist Modellwache, da komme ich nicht rein. Die Charaktere sind aber schon ein bisschen detaillierter geworden, ne? Alles, ja. Krass. Ja. Fällt sogar auf. Du wirst später, also wenn wir in dem Bereich weiterspielen, du wirst irgendwann, sagen wir es mal so, wenn du dann die Herzogin siehst und dir ihre Kostüme anschaust und dir theoretisch die Mühe machst, das mit dem Hauptspiel zu vergleichen, wirst du schon sehen, dass das ein anderer Detailgrad ist. Krass. Ich war gerade ganz kurz irritiert. Das ist aber gewollt, oder? Das ist doch 100 pro gewollt. Das ist immer das Schlimme, es ist alles irgendwie gewollt. Und auch die 600 Easter Eggs, von denen natürlich 580 keiner versteht. Was glaubst du denn, ja. Hallo, kleines Lager.
viel. Und für dich gleich doppelt so viel. Aber Herz, du solltest mich erwarten. Weißt du es denn nicht? Ich werde Seeschlange. Feiert, bis die Fässer leer sind. Stimmt, weil du schleimig bist und nur einen Zahn hast. Ach, ich mag die kleinen Gespräche zwischendurch. Die mochte ich schon immer bei Witcher. So. Weg. Hast du das gerade gesehen? Bist du schon eingeschlafen? Nein, ich habe natürlich hab ich das gesehen. Du antwortest gar nicht. Ist dir unangenehm gewesen gerade? Ich schaue mir das an und mache mir Notizen. Und wenn noch so ein paar Sachen passieren, wird sich wegen dir der Release verschieben. Oh. Okay, ab sofort ist alles gut und gewollt. Boah, wie schön. Wenn sie nur so arbeiten würden, wie sie tanzen und trinken. Ich weiß ja, ne, die Stadt und so, alles riesengroß und detailliert. Aber ich finde, es sind auch oft einfach die kleinen Momente hier. Das sah gerade echt sehr, sehr schön aus. Boah, ich muss nur mal ganz kurz, es tut mir leid, ich muss mal ganz kurz runter an den See. Auch wenn das hier natürlich für das Preview, müssen wir natürlich gleich noch ein bisschen, ein bisschen was abliefern, aber... Ich meine, oder? Sieht schon ganz nett aus, ja. Ne? Ja. Ich weiß noch, wie sie damals zum ersten Mal eine Version hatten mit dem dynamischen Wetter eben drin. Und dann können die im Editor, also die können dann quasi so Timelapse vor- zurückspulen, einfach mit einer Tastenkombination das Wetter ändern. Und, ach, ja. Boah, das würde ich hier echt gerne mal sehen. Ich habe das im ersten Video noch gesehen, da haben sie es beim Schloss gemacht, glaube ich, ne? Ja, wir haben auch einen, ich glaube den, ich muss nachgucken, wie der Trailer hieß, unser vorletzter Trailer. Da haben wir auch einen Timelapse im Hintergrund von Toussaint, wie so der Mond aufgeht und dann die Sonne wieder und sieht einfach fantastisch aus. Voll sieht geil. Sieht echt cool aus. Da hast du den Felsen, da hinten kannst du hinlaufen. Das da unten ist das Gefängnis, wo wir eventuell, je nachdem wie der Schnitt jetzt so verläuft, vorhin drüber gesprochen haben. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich vielleicht, wenn wir das vorhin erwähnt haben. Ja. Ansonsten nicht. Nee. Gut. Boah, geil. Ich würde sagen, den Rest der Preview bleibe ich einfach hier stehen. Und dann machst du auch ein Timelapse-Video draus. Ich fand das bei den Timelapse-Videos immer so traurig, dass Geralt dann so gefühlt zwei Tage da stand und hat so gewippt einfach mit und war stand so von links nach rechts und bewegt sich ja immer so ein bisschen. Und fand ich so schnell, ne? Dann, ja, wenn der Timelapse noch... Der Arme. Ich wünsche mir manchmal, das ist echt so eine Schwachstelle, dass an einigen Aussichtspunkten einfach eine Bank wäre, wo er sich hinsetzen kann. Boah, ja hier. Also hier eine Bank wäre, das wäre perfekt eigentlich. Würde die Szene noch angenehmer machen. Ja, das finde ich auch. Wobei so schon... Ich bin immer so dankbar, wenn du natürlich für so ein Spiel Werbung machst. Das ist so ein, weißt du, du freust dich, weil du weißt, was kommt und dass es die Leute schön finden und es in sich stimmig ist und du gehst so hin und denkst dir, ach, das sollen sie einfach mal spielen und dann gefällt es denen schon. Ich muss zugeben, ich habe es ja schon gesagt, vorhin privat, das DLC, muss ich zugeben, ich freue mich wahnsinnig drauf, das erstmal richtig zu spielen. Heute ist ja eher so Preview. Aber andererseits gleichzeitig macht es mich auch unglaublich traurig. Das ist so, weil man weiß ja, es ist vorbei. Das war's. Ja, das war's tatsächlich. Das ist das letzte große Aufbäumen. Egal, was passiert am Ende, egal, wie es passiert am Ende. Aber es war das letzte Mal und es ist so schade. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Ich bin da ganz ehrlich. Ja, das ist im... Also so ein lachendes und ein weinendes Auge. Ja. Ich glaube, bei den Leuten bei uns aus dem Studio, die seit 10 Jahren irgendwie dabei sind, ist es vielleicht, also die weinen natürlich auch ein bisschen, aber die freuen sich auch auf ihr nächstes Projekt, auf ein anderes Projekt einfach. Willst du gerade Werbung machen? Ich meine, das weiß doch eh schon jeder. Nee, also das war jetzt gar nicht die Intention, aber kannst du gerne machen, wenn du möchtest. Viele wechseln dann zu Cyberpunk. Cyberpunk, was ist das denn? Das ist unser nächstes großes Spiel. Ach so, worum geht es denn da? Da geht es um die Zukunft, das heißt nämlich Cyberpunk 2077 oder 2077. Und wie das ja schon verraten lässt, spielt es in der Zukunft. Nein. Doch. In wessen Zukunft denn? Nicht in der von Geralt. Ah, schade. In unserer aller Zukunft. In der aller Zukunft? In der aller Zukunft. Ist das ein muslimisches Spiel? Selbstverständlich. Cool. Wir zollen der politischen und religiösen Entwicklung da bereits Tribut. Und da wir wissen, dass 2077 der Islam dann bereits die Mehrheit hat, passen wir uns da bereits an. Ja. Oh Gott, ich will die Kommentare nicht moderieren. Ja. Nee, da bin ich aber... Gerne. Bin ich aber sehr gespannt drauf tatsächlich. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ja, und die anderen, die noch nicht so lange dabei sind, das Ritterturnier.
Auch sehr schön. Du bist übrigens sehr nah. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, aber wo dann du jetzt dann gleich weitergehst. Ja, genau. Ich laufe jetzt quasi in die Richtung extra, sogar gewollt. Und ich glaube, also die noch nicht so lange dabei sind, die hätten jetzt auch kein Problem, jetzt noch eine große Expansion zu machen. Mhm. Für die ist vielleicht der Abschied von Witcher dann ein bisschen früher und vielleicht sagen sie, hey, ich könnte, ist ja wie wenn du 8 Wochen Urlaub machst oder halt 2 Wochen, weißt du? Die, die 8 Wochen machen, sagen nach 7 Wochen vielleicht, ich freue mich wieder auf zu Hause. Die erst seit einer Woche da sind, sagen, du, ich würde gerne noch eine 2. Woche bleiben. Aber sagen wir es mal so, wir haben noch sehr viele Leute im Team, die seit Anfang an dabei sind. Und wenn du denen jetzt sagst, mach mal noch einen Witcher. Mhm. Wo fängst denn du da an? Wie planst denn du das? Es muss doch eigentlich größer werden, es muss besser werden. Das ist schon relativ brutal. So, jetzt alles auf Null und wobei den nächsten Teil. Ja, wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, ach, hier müssen wir eh hin, diese Sprünge von Witcher 1, von Witcher 1 zu Witcher 2, von Witcher 2 zu Witcher 3 und sagen wir mal ehrlich, von Witcher 3 auch zum DLC. Ne, du merkst ja auch schon deutliche Unterschiede hier. Ich glaube, wir haben noch lange nicht alle Unterschiede gezeigt, bin ich fast sicher. Und dann von so einem Witcher 3 zum Witcher 4, ich glaube, da sind ja auch Ansprüche da, ne? Also die Leute stellen ja auch Ansprüche, glaube ich, immer an die nächsten Teile. Die Erwartungshaltung hat sich sicher geändert. Also das genau. Spiel wurde ja auch super gut bewertet und überall sehr positiv aufgenommen. Und es hat uns ja auch eine Zeit lang, haben uns ja viele Leute das nicht zugetraut. Das war ja immer unser Ziel, zu sagen, wir möchten eben eine Trilogie und dann, dass das Open World und trotzdem eine geile Story. Und ich habe das ja alles damals verfolgt und dann kamen so die ersten Vorschauberichte und die haben immer damit aufgehört, dass man gesagt hat, hey, das hört sich alles gut an, aber mal schauen. Das sieht schon ganz schön aus, was CD Projekt da zeigt. Mhm. Könnte auch cool werden, wenn. Und am Ende, glaube ich, hat es funktioniert. Hat vielleicht sogar die Erwartungen ein bisschen übertroffen, behaupte ich jetzt mal ganz frech. Mhm. Und jetzt kannst du dir denken, wo die Erwartungshaltungen für den nächsten Teil liegen würden. Und sich von Witcher 2 zu 3 zu steigern, war natürlich deutlich einfacher, als sich von Witcher 3 zu einem theoretischen, ich muss das immer betonen, zu einem theoretischen nächsten Teil zu steigern. Und deswegen ist vielleicht ganz gut, dass du einfach mal ein neues Projekt jetzt hast. Und dann kannst du dich da austoben und bist in einem, hast ein neues Setting. Und ich meine, das heißt ja nicht, dass wir das Ganze für immer beerdigen. Okay, ich muss noch eine Frage fragen. Ja, es ist ja bekannt, das hier ist das letzte Spiel quasi mit Geralt. Ja. Ne? Und jetzt natürlich die Frage, heißt das auch, ist das jetzt der letzte Witcher-Teil oder ist jetzt nur das letzte Spiel mit Geralt? Darf ich das fragen oder ist das eher... Das darfst du fragen, das ist für den Moment der letzte Witcher-Teil. Also in unserem 5-Jahres-Ausblick taucht kein weiteres Witcher auf. Ich hätte es nicht fragen sollen. Ja. Naja, gut. Tut mir leid. Ja, also ganz ehrlich... Ich bin ja noch ein Fan der alten Ultima-Reihe und da war es halt immer geil zu sehen, wie die Welt wächst und sich entwickelt und dann war wieder sowas Neues. Ne, du bist halt dann viele Jahre später nochmal hingekommen und bla. Das hätte ich mir hier auch gewünscht, aber natürlich, du musst ja natürlich auch ein bisschen an die Buchvorlagen halten und so weiter. Du kannst ja nicht alles einfach selber erfinden, wobei das würde schon gehen. Natürlich kannst du da noch was ranstückeln, aber wir haben uns ja vorhin auch kurz drüber unterhalten. Es besteht die Gefahr, dass so ein Dexter oder Akte X Ding passiert, dass es zwar irgendwie alles noch gut ist und die Fans mögen es einfach, weil sie Witcher toll finden, aber es lässt inhaltlich ein bisschen nach und es wirkt rangestückelt und es ist nicht mehr richtig verzahnt mit dem Hauptspiel. Ja. Und dann sagst du irgendwie, ja, das war zwar schön, aber manchmal ist dann ganz gut und ich nenne da immer als Beispiel Breaking Bad. Hört dann auf, wenn es am schönsten ist und probiere nicht noch mehr Geld zu machen und noch irgendwie mehr auszulutschen und nee, ich glaube, das ist schon ganz gut so. Und wenn man dann irgendwann in 100 Jahren mal drauf zurückblickt und sagt, Mensch, weißt du noch, wie Witcher. Die damals nicht eins nach dem anderen rausgehauen haben und haben das Ding komplett totgemolken. Ich hoffe mal, dass die Leute mittelfristig, auch wenn sie kurzfristig enttäuscht sind, dass es vorbei ist, dass man es mittelfristig eher positiv sieht. Ach naja, ich werde trotzdem... Ja, ich weiß nicht. Bei mir ist es auch so. Also ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt irgendwie noch was käme in die Richtung, weil es einfach unheimlich Spaß macht, da mitzuarbeiten und es ist ein cooles Team. Und du bist auch so involviert, also du kannst jeden alles fragen und die Jungs zeigen dir alles. Und ich kenne es eben von früheren Jobs, wenn du da in der PR warst, da hast du überhaupt nichts mitbekommen. Da hast immer nur deine 3 Sätze, die du sagen darfst. Und aber halt so nah am Team zu sein, das ist schon sehr cool. Ich könnte übrigens noch ewig weiterquatschen. Ich habe immer Angst, dass die Leute sich ein bisschen langweilen, wenn ich die ganze Zeit nur vorm Zelt stehe. Deswegen, ich möchte mal kurz weiter, ja? Also, ja, klar. Wir reden aber eh gleich noch ein bisschen. Wir müssen ja immer noch mit der Palmin-Dame. Ich dachte, hier geht es jetzt weiter, ne? Hier Palmin, oder? Ja. Ach so. Balrog. Balrog Palmin. Alles richtig gemacht.
Es ist spät, ich weiß. Tut mir leid, dass ich störe. Aber ich muss die Herzogin sprechen. Mich störst du nicht. Ich hatte das Haupt noch nicht zur Ruhe gebettet. Doch was die allergnädigste Herrin betrifft, so musst du wohl warten, bis die Sonne wieder aufgegangen ist. Fühl dich wie zu Hause. Milton hat erwähnt, dass du in Corvo Bianco warst, um das Opfer des Biests zu untersuchen. Hast du etwas herausgefunden? Nun, das ist eine gute Frage. Tja, wenn wir ohnehin warten müssen, mach dich auf eine lange Geschichte gefasst. Die wollte ich jetzt aber hören. Da ist uns alles und wie sind wir von deinen Nachforschungen auf den Succubus gekommen? Es waren eben gute Zeiten und wir waren jünger. Darüber redet man immer gern. Schau, die Sonne ist aufgegangen. Der Satz in der Form sehr bekannt. Dann sollten wir aufbrechen. Welcher von denen? Die allergnädigste Herrin ist sicher schon auf dem Turniergelände eingetroffen. Auch ein Easter Egg oder eine Anspielung? Das sind alles Easter Eggs. Erzähl mal, von wem, von was? Doch, jetzt sag doch mal. Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? Manu. So ähnlich. Du wirst es ja sehen. Jemand hat gegen einen Glomar antreten, der nur ein paar Glöckchen am Schwanz hat, um ihn zu irritieren? Ja und? Ein Geschenk des Kaisers höchst persönlich. Ist er auch ein Easter Egg? Der Gag ist jetzt komplett verhungert. Was? Ach, Glöckchen am Schwanz. War das der... Bam. Also, bei so einem grauen, knittrigen Glied habe ich das natürlich nicht assoziiert. Das ist natürlich... Du musst schon wissen, dass das sehr prächtig... Ich mach mal weiter. So, ja. Hier. Das ist gefährlich. Die Glöckchen am Schwanz reichen nicht. Sag ich dir. Ich hab so ein Spektakel schon mal gesehen. In der Arena von Neuenwald. Da hat ein Ritter einen Glomar mit Glöckchen am Schwanz besiegt. Vielleicht hatte er Glück. Oder der Glomar war in schlechtem Zustand. Wer weiß. Gegen einen gesunden Glomar hat höchstens ein Hexer eine Chance. Ein fähiger Hexer. Außerdem ist es leichtsinnig, ein so gefährliches Monster vor einem Publikum loszulassen. Okay, das will ich jetzt aber nicht wissen. Wer kämpft denn gegen die Bestie? Io, du hast ihn getroffen. Ja, er sagte, er habe der Dame seines Herzens eine Monstertrophäe versprochen. Große Liebe verlangt große Opfer. Ich rede mal so, als hätte ich gerade ein Whisky getrunken. Gehen wir. Aber ein bisschen, ne? Das ist doch ruhiger. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss es tatsächlich nochmal vergleichen. Aber die Kette ist gut dynamisch. So, jetzt bin ich gespannt. Großes Kino hier. Ganz großes Kino. Ich widme meinen bevorstehenden Sieg der schönen Vivienne. Es hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Oh oh. Das wird doch never ever gut ausgehen. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Okay, das Viech achtet auf Geräusche, auf Lärm, das ist blind, ne? Hey, da hat mal jemand aufgepasst. Ja, natürlich. Gar nicht schlecht. Nicht so laut. Wir müssen wissen, wo wir sind.
Aber wie bin ich denn leise? Wie kann ich nochmal schleichen? Es geht gar nicht so sehr drum. Also du, wenn du stehen bleibst, bist du schon leise. Aber das weiß er trotzdem, wo ich bin. Eigentlich nicht. Also du kannst zum Beispiel eine Bombe an die Wand werfen. Oder wenn er dann an die Wand rennt, fällt er quasi um. Mhm. Aber in okay. Dem, ja genau. Also erstmal weglaufen. Achso. Jetzt muss ich natürlich erstmal ganz kurz gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich eine Bombe werfe. So, das Samum, ich weiß, Mann. Warte mal. Jetzt liegt er auf dem. Jetzt kannst du ihn. Genau. Und jetzt schnell wieder weg. Weit weg. Ich würde weg. Achso. Oh. Genau. Der Hexer umgarnt die Kluba, um dann schließlich sein Herz zu durchbohren. Hört der auch mal irgendwann auf, oder? Ja. Jetzt liegt er. Genau. Jetzt kannst du ihn wieder. Oh, okay. Ach, das war's schon. Das war's schon. Mit meiner mächtigen Klinge, weil wir gerade auf einfach spielen, muss ich zugeben. Hat auch keiner gemerkt, dass wir das jetzt 6-mal aufgenommen haben. Nee, das muss ich nicht. Der Glumar wurde besiegt von Geralt von Riva, Meister des Hexerhandwerks. Aber? Seht! Wie die Bestie ihr Leben aushaut. Eine Sache fällt mir auf. Es hat ein bisschen ganz kleine Anleihen von Dark Souls, oder? Das heißt, du musst dir jetzt wirklich so ein bisschen taktisch aussuchen, wie man an die Sachen rangeht, oder? Ja. Ja. Bring es zu Ende. Das wurde auch ein paar Mal von unseren Entwicklern als eins der Vorbilder genannt. Also da sind wir ja relativ offen. Mhm. Das Monster ist keine Bedrohung. Cool. Es gibt keinen Grund, es zu töten. Sieger dürfen immer Gnade zeigen. Das ist ihr Recht. Lang lebe Geralt, der Gnadenreiche. Das kommt doch jetzt eh in die Wurst. Kümmert euch um die Bestie. Das ist lustig, weil du kannst ihn verschonen, du kannst ihn auch umbringen. Und ich hatte mir immer gewünscht, und habe ich mit einem der Questdesigner gesprochen, dass du ihn verschonst. Mhm. Und später kommst du dann zurück, da ist so ein Ritterfest, und du siehst ihn hinten, wie er auf so einem Spieß rotiert, obwohl du ihn verschont hast. Aber das haben sie dann leider nicht mehr umgesetzt. Aber ich finde, das wäre ein guter Lacher gewesen. Oder sein Kopf liegt auf so einem Buffet. Oh, wie gemein. Aber er wird tatsächlich verschont. Das hast du dir also gewünscht. Ich hab, ja, wurde nicht umgesetzt. Oh. Aber was anderes davon, einer meiner Wünsche wurde umgesetzt, und da freue ich mich schon so drauf, wenn ich ihn dann wirklich mal im Spiel sehe. Dann laufe ich rum und nenne mich Game Designer. Sie kommen. Oh, warte. Ich glaube, jetzt wird's schön. Ich sollte mal Hairworks anschalten. Halt. Wir müssen reden. Ja, was schafft der Rechner nicht? Ihr redet später im Zelt. Ich habe in diesen uralten Titans drin. Ja, großartig. Atemberaubend. Edle Herren. Wir wussten, dass es eine brillante Idee war, dich herzuzitieren. Wir sind entzückt, nein, hingerissen, dass wir darauf kamen. Es ist mir eine Ehre. Kümmert euch um unseren jungen Helden, hopp, hopp. Wir werden uns jetzt zu einer Unterredung mit Geralt zurückziehen. Wir haben so lange auf deine Ankunft gewartet und die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann dieser Auftritt, spektakulär. Edle Herren, ich würde gerne über den Auftrag reden. Natürlich, doch nicht hier. Wir werden Damir brauchen. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Komm, wir müssen ihn suchen. Ich hätte jetzt erwartet, dass die Pikiniere da irgendwie reinstecken. So ein bisschen, oder so, ja. Ne? War so ein bisschen... Wie wenn man so einen Betrunkenen findet, wo man mit so einem Stab dann in dem rumbohrt. Und dann so wühlen, aber so... Sag, bist du allein gekommen oder hat Viscount Julian dich begleitet? Wünschst du Rittersporn zu sehen, edle Herrin? Ja, nein. Das heißt, doch. Um ihm zu sagen, wie bitter wir bereuen, die Todesstrafe aufgehoben zu haben, die so angemessen über ihn verhängt wurde.
Könnten wir die Uhr zurückdrehen, würde er im Turm verrotten. Nein, er würde aufs Rad geflochten, auf die Strickbank gespannt, gehängt und gevierteilt werden. Das heißt, sie steht immer noch auf ihm. Klar. Was sich liebt. Ja. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab? Tracking Ball. Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Ein Ei in der Mitte? Also, bislang hat es keiner noch gelöst. Wenn du es jetzt löst, machst du dich unsterblich und wirst in den Credits von Blood and Wine noch verewigt. Heute Abend, wenn du nicht eh schon drin bist. Du kriegst noch einen Zusatzeintrag. Okay. Du kriegst, genau, das kann ich dir jetzt, Gott, hoffentlich. Okay. Wenn du es schaffst, das zu lösen und mir zu erklären, wie du auf die Lösung gekommen bist, ja, kriegst du einen Zusatz, Eintrag quasi in den Credits. Der erste, der dieses Rätsel gelöst hat. Okay. Warte. Am Anfang hält ich das Ei, kann 2-3 Minuten dauern vielleicht, und dann habe ich es falsch. Warte. Das Ei in der Mitte. Ein Ei muss ja nicht zwingend ein Ei sein. Vielleicht immer das zu wörtlich. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab. Ein Ei in der Mitte. Beim Ei in der Mitte muss ich gerade, ich muss an Taiwan denken, wo die Häuser so einen Erdbebenschutz haben, aber ich glaube, da bin ich ein bisschen falsch. Ein Ei in der Mitte. Vielleicht ist er wörtlich gemeint. Bauernhof, Palast, Eisekammer. Palast, Eisekammer. Dann folgt die Maus. Da ist ein Ei drin, ne? Aber. Ja. Dann, ja, warte, dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mit Speisekammer. Nein. Treibhaus. Am Anfang hält ich das Ei in der Mitte. Da ist das Ei in der Mitte beim Treibhaus. Und die Maus wäre das Aus, aber der Hut wäre das Haar vielleicht? Das Hut vor dem Kopf wäre das Haar. Das heißt, dann wäre es das Treibhaus. Tja, also ich fände es, also es ist lustig, dass es dabei ja keinen Zeitdruck gibt bei dieser Entscheidung. Ja, Gott sei Dank. Du könntest jetzt einfach eine Stunde so laufen lassen. Du bist voll der Günther Jauch, du gibst mir auch keinen Hinweis, ne? Nee. Ich möchte den Publikumsjoker. Nee, aber ich bin fast davon überzeugt. Ich wüsste nicht, das andere ist Bauernhof, das Ei ist zu wörtlich. Palast, Speisekammer wäre auch das wörtlich. Nee, das wäre das Hühnerei. Tierpark wäre auch wieder. Deswegen glaube ich einfach, also es ist das. Also, was kannst du denn ausschließen? Also, den, also du willst die, also die Speisekammer ausschließen, weil das ist dir zu wegen dem Ei. Die Speisekammer, ich weiß nicht, die drei, Bauernhof, Palast, Speisekammer und Tierpark, sind genau die Tiere halt, ne? Oder das Ei oder die Tiere wörtlich nehmen. Also wirklich, das Treibhaus ist das Einzige, was da nicht wirklich reinpasst in dem Ding. Und das passt aber mit dem Ei in der Mitte, mit der Maus hinten, die den Hut, das Haar, quasi als Kopf trägt. Also für den Kopf, heißt ja nicht mal, die trägt ihn als Hut, sondern einfach das Haar für den, ne, für den Anfang. Magst du jemanden anrufen? Ich möchte lösen. Gut. Und ich nehme das Fahrrad aus der grünen Palette. Ich mache das jetzt einfach. Mal gucken, was passiert. Jetzt habe ich Angst. Ja. Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von Trab, Treib. Und eine Maus, die zuerst einen Hut auf dem Kopf trägt. Am Anfang Treib und Haus. Treibhaus? Du bist ein Genie. Es gibt mehrere Treibhäuser im Garten, aber nur eins kann man abschließen. Aber ist es das jetzt oder ist das nur eins ein mögliches Ziel? Nee, das war's. Ja! Also das Treibhaus. Und ich habe viel versprochen. Mist, muss ich heute Abend noch eine Mail schreiben. Und die werden sich dann wieder wundern. Was will er denn jetzt wieder? The silly German. Ich bin auch vor lauter Aufregung mit dem Kopf ans Mikro geknallt. Oh, das passt mir ständig. Warte. Ach krass. Wie viele Leute haben das Rätsel probiert? Alle. Oh. Alle gescheitert. Auch der es übersetzt hat. Oh. Auch Philipp übrigens wieder. Ja gut, aber Philipp ist das normal. Der war möglich, ja, hat er geantwortet. Was zum Lappen? Was war das?
von Witcher mal einen Jump Run geben? Ja. Gut. 2D Cell Shading. Mhm, finde ich. Oh Gott. Paper Witcher ist der Arbeitstitel. Ja. Paper Witcher 3D? Aber nur für Nintendo Wii? Ja. Okay, das ist gut. Hat auch Zukunft. Nur als Download. Ich bin hier. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den kriegen. Ist das vielleicht deine? War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Ja, nun, haben wir Unschuldige Nein. auf dem Gewissen? Nein. Wahrscheinlich ist das jetzt der Plot-Twist, der uns sagt, dass ganz viele Tode, die wir verursacht haben, natürlich, indirekt wahrscheinlich oder so, Kollateralschäden durch irgendwelche Aktionen, die wir gemacht haben. Möglich. Ich töte keine Unschuldigen, aber Mörder, gewiss. Ich bin bald fertig. Mir fehlt nur noch einer. Und du, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Und wenn du fertig bist, ziehst du weiter und tötest anderswo? Nein. Ich beabsichtige zu leben. Bis an mein seliges Ende. Das ist auch ein Vampir. Ist das ein Vampir? Ich bin unsicher. Das Biest von Beauclair. Ich lasse dich nicht noch mehr töten. Die Frage ist, Schutzschild, magische Falle... Ja, magische Falle wird wahrscheinlich eher bei Geistern funktionieren. Telekinetische Druckwelle haben wir bis jetzt ganz gute Erfahrungen mitgemacht, glaube ich. Na, oh. Erstmal fett auf die Leertaste kloppen. Mal zeigen, wie es geht. Oh oh. Du solltest bleiben. Ich weiß, wo dass du warst. In Schwierigkeiten bist. Regenerieren. Ich kann dir helfen. Ich helfe mir selbst. Nein, er ist mein Freund.